Nachdem heute das erste Team weltweit den Raid geschafft hat, wurde für alle Spieler eine neue und letzte Mission freigeschaltet, wo wir den Zeugen ein für alle Mal besiegen. Und es wird zum Ende hin ziemlich emotional. Und wenn ihr die Story noch nicht gespielt habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Nämlich Achtung, Spoilerwarnung. Aber wenn ihr es schon getan habt, könnt ihr sehr gerne dabei bleiben. Oh. Da rechts. Verteidiger des Sonnensystems! Jo. Ein Einsatztrupp hat gerade den Monolith des Zeugen infiltriert und ihm das Licht des Reisenden entrissen. Yes. Ihr Mut gab uns eine letzte Chance, es zu beenden. Der Zeug lebt noch. Die Hüter und ihre Geister stellen sich dem Zeugen. Sind einfach alle da. Während wir seine restlichen Streitkräfte ausschalten. Unsere letzte Chance auf Freiheit liegt auf diesem Feld. Dieser Gegner hat uns allen so viel genommen. Den Elixni. Kabak. Erwacht. Der Menschheit. Der Schar. Der Krieg des Zeugen tobt schon lange. Wir beenden. Go. Ja, komm. Wirklich? Ich will mit dem Drip reingehen. Das passt am besten, weil ich mit dem so oft rumrenne. Ja. Dann nehmen wir auch noch Leon rein. Vor 12. Wir gehen da jetzt sowas von rein. Wir müssen den Zeugen zu Gesicht bekommen. Der erste Einsatztrupp vor Ort geht sofort in den Angriff über. Flieg los, Hüter! Die Hexenkönigin und ich verhindern seine Flucht.
Und deine Verbündeten kämpfen an deiner Seite. Nitrax hier. Keitel. Und ich noch ein Banner. Sind wir bestimmt. Ich bin bei dir. Bis zum Schluss. Kaiserin, meine Lücke. Schickt unsere Truppen. Das ist so geil. Bitte, das ist so ein böser Kabal. Sind noch die Palus-Kabale. Autsch. Möchte sie eigentlich nicht sterben? Was ist hier drüben los? Ich will mal hier drüben gucken. Leute, die sind jetzt auch auf unserer Seite. Weg mit denen. Eine nette Abwechslung, was? Niemand kann behaupten, dass ich nicht da war, als es drauf ankam. Geil. Du bist nicht so geil. Weg mit dir. Oh mein Gott. Aua. Was war das? Einfach richtig reinbekommen. Bin ich jetzt unterdrückt? Geh weg. Noch einer. Was war das? Da stand irgendwas für eine Explosion. Da war irgendwo noch ein Stasis-Teil oder so. Wer ist so für das so? Aua. Noch einer, wirklich. Richtig. Hüter, konzentrier dich auf den Zeugen. Kaiserin, Mitrax, Sabaton. Die Streitkräfte des Zeugen nähern sich. Halten wir sie auf. Let's go. Vorhutkommando. Wir nähern uns dem Zeugen. Jetzt gilt's. Schreitet hier dahin, wenn ihr wollt. Niemand entkommt der Neuformung. Ich sehe gerade, das ist ja gar nicht meine Monolithen. Hüter, ich halte diesen Schild. Koste es, was es wolle. Den Fortin auch da. Geil, sogar Waffen des Lichts gibt's. Oh, okay. Ja, ist irgendwie so. Ja, gibt es.
doch meine Wo ist meine Granate hin? I've gone, okay. Oh mein Gott, wie viele... Oh mein Gott. Jetzt fliegt das Reisen im Quid über. Wölfling, halte Ausschau nach einem Speer. Benutzt das hier. Auf all die eleganten Weisen, die ihr Hüter ja so gut kennt. Ja, dann rein damit. Neun von sechzehn. Elf. Zwölf. Nochmal Waffen des Lichts mitnehmen. Fertig? Okay. Genau wie beim letzten Mal, Hüter. Zerstöre die Stadt. Befreie uns. Befreie uns. Befreie uns. Wir sind eins. Es wird bald enden. Mit dir werden wir keinen Tag länger leiden. Das nehme ich mir mit. Oh, voll schön. Oh, man kann Schaden machen. Ich habe einfach keine Heavy Money. Danke. Boah, da muss man richtig schnell reagieren. Ach du Scheiße, okay. Böse. Autsch, danke. Okay. Das ist auf jeden Fall verletzt von der Kampagne noch. Passiert, ich kann halt nichts machen. Wenn ich meine Fähigkeiten drücke, passiert nichts. Die Gegner bangen auch gerade ein bisschen rum, aber gut. Ja. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Perfekt. Ganz komische Sachen passieren gerade. Oder passieren wohl ja nicht. Ah, es passieren gerade komische Sachen. Okay, wieder Licht einsammeln. Der synaptische Speer ist bereit zum Einsatz. Eine große alte Kanone ist gerade auf dem Weg. Grüße vom Haus des Lichts.
Eine gute alte Kanone? Ding. Okay, kann ich zwei ansammeln? Den kann ich nicht ansammeln. Den auch nicht. Hm. Bin nochmal da dran. Die Echse, gib mal her. Linie ist vieles. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Muss nur noch einer Licht abgeben. Wo sind wir da reingezogen? Ja! Nochmal. Richtet eure gesamte Feuerkraft auf den Zeug. Jetzt. Ein paar Damage machen. Yes. Noch lang. Nachladen. Hälfte haben wir. Achtung. Pfui. Ein armseliger Widerstand. Moin, was geht? Spürst du es, Hüter? Deine Arbeit ist noch nicht getan. Ja. Nein, 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 bitte nicht. Dann kriege ich den Hilf, meinen Transcendence-Ding nicht voll jetzt. Dann müsste ich eigentlich meine Granate voll haben. Die lädt auf eine ganz normale Granate gerade. Hallo? Ich kann meine Transzendenz einfach nicht benutzen. Meine Granate ist jetzt auch wieder einfach gone. Ich glaube, die Lobby ist gerade sehr... Unterstützung erreicht. Schneide dich nur nicht. Was ist das? Kannst du dich aufnehmen? Dann halt nicht. Aua. Ja, die Leute danken auch einfach. Okay, es ist halt echt ein bisschen... Wer auch immer der Lobbyhost ist, der hat keine gute Verbindung. Ich will das jetzt wissen. Kann ich dich aufnehmen? Und... Ne, ich kann nur einen aufnehmen. Okay. Ich hätte ihn eigentlich auch wiederholen können. Ich bin nicht nett. Was, aber ich kann nichts mehr aufnehmen. Irgendwelche Leute haben hier noch was zum Abgeben.
Haut rein das Zeug. Los, alle. Hat nichts mehr. Oh, man kann damit. Was? Mal Heavy mitnehmen. Okay, das waren die letzten. Nur zu. Ja. Der Stimmen gelöst, stand da jetzt. Er ist verwundbar. Los, Hüter, geh aufs Ganze. Mann, er guckt so böse. Raiden Switch, let's go. Oder auch nicht. Oh mein Gott, guck der Böse. Und jetzt, Hüter. Alles klar, der Fisch ist am Haken. Zeig dieser Form, dass sie alles andere als final ist. Weiß er, was entstand, kann wieder zerstört werden. Ich weiß, was ich zu tun habe. Hüter, kanalisiere das Licht des Reisenden durch mich. Ich bin bereit. Ulti. Oh mein Gott! Hier nix. Oh mein Gott, wir pumpen ihn so voll. Ich verstehe nicht. Das war's. Wir haben es geschafft. Müsste ich auch. Wir haben es geschafft. Nice. Geschafft. Geist? Nein. Was ist jetzt los? Bitte. Bring ihn zurück. Er ist nur ein Geist. Du hast Armeen erschaffen. Bring diesen Geist zurück. Das war ein Bravourstück vorhin, was? Kate. Was aus dem Licht entsteht, kehrt dorthin zurück. Das hat Sundance mir gesagt. Und auch, dass wir alle verbunden sind. Hüter, Geister, der Reisende. Sag den anderen, es war meine Entscheidung. Mein Licht.
bringt ihn zurück. Ich bestimme mein Schicksal. Du bist meine Nummer eins. Vergiss das nie. Hüter! Da bist du ja. Jetzt lebt Kate in unserem Geist so gesehen wieder. Seine Heilung geht voran. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die Streitkräfte des Zeugen, die strahlende Brut besiegt. Und er ist jetzt bei der Jägerfurt. Der Anführer. So viel Veränderung. Wir haben so lange gekämpft. Und jetzt haben wir gewonnen. Ich dachte, es würde sich anders anfühlen. Naja. Vielleicht, weil wir noch nicht gefeiert haben. Hüter, Geist, gerade rechtzeitig. Sag ihnen, Kate würde sich durch ein bisschen Arbeit nicht vom Feiern abhalten lassen. Du hast recht. Stimmt. Wir müssen uns Zeit nehmen. Den Moment zu genießen. Und dein Hauch? Stellen wir uns der Zukunft, wenn sie da ist. Den Jahre Destiny. Boah. Wahnsinn. Dass mich das jetzt so mitgenommen hat. Wie hat diesen Hunter seit Destiny 1 Tag 1 und deswegen. Ja. Wenn es ändert. Thank you.
Warum versucht Keitel denn jetzt zu stricken? Was ist das denn? Ah. Das ist der Mond. Na, er ist jetzt Jägerflut. Der Chef. Ja, und die beiden üben jetzt mit der Dunkelheit. Was nicht böse ist. Was ist das? Ja, es ist das Sternpferd. Mit Xur. Hä? Das sah jetzt weird aus. Harris und der Vagabund. Ja, und das ist der neue Einsatztrupp, der jetzt auch unterwegs ist. Sachen patrouilliert. Failsafe. Oh, und die wächst direkt davor. Und Amisrax und seine Tochter. Und das ist, Xivorat, die ein Schwert nehmen will. Moment, war das das Schwert von Oryx? Ja, es ist doch zerbrochen, das hat der Aeris in der Kampagne genommen. Der Tod des Zeugen ging wie eine Schockwelle durch seine Truppen. Im Augenblick seiner Zerstörung veränderte sich etwas. Die meisten Anhänger des Zeugen sind nach seinem Ende geflohen. Aber seine eifrigsten Anhänger führen noch immer seine letzten Befehle aus. Xivu Arad gibt es auch immer noch. Sie ist sterblich und zieht im Schutz der Schatten umher. Das Haus der Erlösung ist zerrissen und Eramis ist spurlos verschwunden. Savatun und die strahlende Brut wollen die Kontrolle über das bleiche Herz gewinnen. Jetzt, wo der Zeuge tot ist, laufen der Hohn und die Besessenen ziellos durch die Gegend. Einfach ausgedrückt, nach dem Tod des Zeugen ist ein Machtvakuum im Universum entstanden. Wer weiß, wer oder was dieses Vakuum jetzt füllen will. Aber das, was mich am meisten beschäftigt, ist eine Aurora. Sie sickert aus dem Reisenden. Licht und Dunkelheit dringen in den offenen Raum über der Erde. Wir haben innerhalb von 100 Kilometern um die Aurora eine Flugverbotszone ausgewiesen, überwacht von Allianzkreuzern. Bisher hat sich noch niemand rangewagt. In der Entstehungsphase der Aurora brach ein Stück anormale Materie aus dem Reisenden und bewegte sich mit relativistischer Geschwindigkeit weg. Eins davon konnten wir in der Ferne zwischen Neptun und Jupiter in der Umlaufbahn von Nessus ausfindig machen. Aber dann haben wir es aus den Augen verloren. Ein paar Jäger untersuchen das vor Ort. Danke, Krähe.
Ich lasse dich weitermachen. Verstanden. Ich mache mich selbst wieder auf den Weg. Ich will Fockruhls Spur wieder aufnehmen. Herausfinden, was der Hohn vorhat. Halt mich auf dem Laufenden und gute Arbeit. Ja, das war's mit der Kampagne. Das hat mich jetzt echt zum Ende mitgenommen, weil wenn man überlegt, ich habe diesen Hunter, als Destiny 1 rauskam, direkt erstellt. Das ist auch ein Exo. Und habe halt seitdem mit ihm jede Kampagne durchgespielt. Und auch die Kampagnenmission, beziehungsweise die Exo-Mission nach der Lightfall, nee, nach der The Final Shape-Kampagne, wo man das Sniper holt. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Die Interaktion zwischen Kate und Krea, so drei Hunter. Und allgemein, es hat sich einfach gut angefühlt. Und jetzt hat unser Geist sich einfach geopfert, um den Zeugen zu zerstören. Und dann kommt Kate und sagt, ich gebe ihm mein Licht, dafür bin ich aber weg. Und wir waren schon immer seine Nummer 1. Und jetzt lebt irgendwie Kate so ein bisschen in unserem Geist weiter. Wow. Also wirklich wow. 10 Jahre zu Ende. Und jetzt hat auch noch Bungie am Montag um 17 Uhr einen Stream angekündigt, wo sie erzählen, wie es mit dem nächsten Jahr weitergeht. Hundertprozentig geht es da um die nächsten 3 Episoden, die ja das nächste Jahr jetzt von Destiny auffüllen sollen, bis nächstes Jahr Sommer. Aber was vor allen Dingen merkwürdig ist, man kann ja auf YouTube seine Kategorie, in denen die Videos sozusagen auch vorgeschlagen werden, auf jeden Fall auswählen. Das muss man manuell machen. Und zwar immer Destiny 2. Und wenn man jetzt auf dieses Video geht, steht unten einfach nur Destiny. Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler war. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es war ein wunderschöner Abschluss von 10 Jahren. Meiner Meinung nach. Das am Ende hat jetzt emotional noch richtig reingehauen. Ja. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.